Aber das war gestern und heute wird es ernst. Ausgerechnet hier, wo der FC Barcelona in diesem Jahr noch kein Spiel verloren hat, will der FC Bayern die Rückkehr in die europäische Spitze schaffen. Freistoß auf der Gegenseite. Popescu, Kahn. Sergi. Barcelona jetzt vielleicht verunsichert. Scholl. Scholl. Busquets. Babbel. Das Tor gilt. Kein Abseits. Die Bayern gehen hier in Führung. 39. Minute. 1:0. Und dieser Treffer lag in der Luft. Portugiesischer Nationalspieler. Alleine. Oliver Kahn. Er macht das genau wie auf der anderen Seite zuvor. Didi Hamann täuscht die Flanke an und schießt. Figo. Gegen Ziege und gegen Kahn. Figo. Figo. Baquero. Man spürt die Spannung bis hier hoch auf die Reporterplätze. Endlich im Spiel. Erstaunlich ruhig die Bayern, fast abgeklärt da hinten in der Abwehr. Das ganze Selbstbewusstsein. Kahn und Kreuzer geraten da leicht aneinander, nichts passiert. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Vitecek, ist denn das die Möglichkeit? Aus dem Strafraumwinkel heraus, De La Peña. Der Anschlusstreffer und jetzt kocht die Atmosphäre sicherlich über. Schauen Sie, wie er Tempo macht, der Torschütze, De La Peña. Die Sache schien bereits gelaufen für den FC Bayern. Abgefälschter Ball hier. Ich glaube, da war Thomas Strunz mit der Hacke dran. Vielleicht in dieser Einstellung besser zu erkennen. Ja. Schluss, aus. Der FC Bayern gewinnt hier 2:1. Ist das eine Sensation? Ich glaube nicht. Den großen FC Barcelona hier besiegt. Aber große Namen, Schall und Rauch. Wann haben Sie das letzte Mal eine Bayern-Mannschaft so jubeln gesehen? Vielleicht ist ja auch der FC Bayern davor, seinen Ruf als europäische Spitze wiederherzustellen. Im UEFA Cup in den Finals, in der Bundesliga auf dem Weg zur Meisterschaft. Wer weiß, ganz so schlimm kann es dem FC Bayern nicht gehen.